Hallo, ich war gerade bei DM und habe so ganz durcheinander eingekauft und dachte, ich zeige euch das mal, obwohl das so ein bisschen Beauty, Kosmetik und aber auch Haushaltswaren und Essen dabei ist. Aber ich glaube, das mögt ihr ganz gerne. Und da ich ja sowieso alle Themen behandle, in diesem Video dann sozusagen alles, aber in Mini-Format, denn es sind gar nicht so viele Sachen und danach kommen noch so ein paar Klecker-Sachen von überall her. Beginnen wir mal mit dem unspektakulärsten. Meine Bodylotion ist überraschenderweise einfach alle gewesen und ich brauchte ganz dringend eine neue. Bitte sagt mir, wenn ihr eine richtig gute kennt, aber ich stehe echt jedes Mal vorm DM und finde einfach keine, die ich für wirklich reichhaltig empfinde. Ich hatte jetzt eine von I plus M, die ich echt ganz gut finde, aber sie könnte sogar noch reichhaltiger sein. Und ich glaube, also für mich ist sie auch relativ schnell alle gegangen. Ja, mein Freund hat dann also die Sebamed Body Milk einfach eingepackt. Ich finde Sebamed an sich ganz gut und alles, was ich bis jetzt eigentlich von denen hatte, war auch okay. Ja, ist halt Glycerin drin. Aber da kommt man nicht drum herum, glaube ich, bei Bodylotions, egal von welcher Firma, ob Naturkosmetik oder nicht. Aber falls dem doch so sein soll, sagt mir das auf jeden Fall. Die hat jetzt, glaube ich, so um die 5 € oder so gekostet. Da sind 200 Milliliter enthalten und ich glaube, sie riecht ganz okay. Also ich finde halt Sebamed manchmal vom Geruch nicht so überragend. Ja, geht. Oh, naja, riecht so ein bisschen. Naja, okay. Ich muss mich dran gewöhnen, aber sie ist sehr, sehr, sehr dünn. Sehr dünn. Die wird auch ganz schnell so durchsichtig. Okay, ich teste mal. Dann habe ich für meinen Schreib- bzw. Schminktisch eher diese Kosmetiktücher mitgenommen. Wie heißen die denn? Taschentücher. Aber das sind sozusagen diese Kosmetiktücher und die kosten, glaube ich, 1,45 Euro, weil sie halt, also es ist jetzt auch so diese ovale Form und besonders hübsch und so, aber für den Schreibtisch braucht man ja sowieso nicht so viele und die halten bei mir immer ein Jahr oder so. Ich habe in meinem Auto auch solche liegen. Ja, die fand ich ganz süß. Dann waren meine Wattepads alle und dann habe ich mir diese 140er Wattepads mitgenommen von Evelyn. Ich wollte eigentlich diese in Bio-Qualität haben, aber die gab es nicht. Ich habe das richtig oft in meinem DM, dass die Regale irgendwie leer, also komplett leer sind. Ich weiß nicht, was da immer los ist bei denen. Dann habe ich Geschirrspülmittel mitgenommen und zwar von Ecover oder Ecover, Powered by Nature. Geschirrspülmittel, Granatapfel und Limette. Und das habe ich bei Dents im Biomarkt gesehen gehabt und hatte aber jetzt das von Frosch auch mit Granatapfel. Ich liebe irgendwie Granatapfel. Das gibt es nämlich auch mit, ich glaube, Zitrone oder so. Und ich hasse, wenn solche Sachen nach Zitrone riechen. Das riecht für mich immer nach Klo. Und deshalb habe ich dann ja auf jeden Fall zu Granatapfel tendiert. Oh, ich finde, das riecht richtig gut. Also alles mit Granatapfel finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht sollte ich mir das mal in Parfums auch angucken, wenn ich es schon bei Geschirrspülmittel mag. Achso, wie viel das gekostet hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es war jetzt nicht das Günstigste, was es halt. Eine unterstützenswerte Firma. Ist auch eine grüne Flasche. Zu 100% aus pflanzenbasierten Plastik und 100% recycelbar. Und die entwickeln halt nachhaltig. Und das finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich, glaube ich, drei von diesen hier mitgenommen. Ja, das ist der Haferdrink Natur. Sozusagen Hafermilch. Rein pflanzlich laktosefrei. Und da ist nur drin Vollkornhafer, Sonnenblumenöl und Meersalz. Ach so, Wasser vor allem. Ja. Aber zusätzlich zu Wasser und Vollkornhafer noch Sonnenblumenöl und Meersalz. Und das mag ich sehr, sehr gern und trinke ich halt anstatt von richtiger Milch. Und da der Verbrauch in diesem Haushalt sehr groß ist, haben wir da halt gleich mehrere mitgenommen. Kostet, glaube ich, 1,50 Roggen-Vollkornbrot. Ich mag dieses dünne an sich nicht so gern wie ein ganzes Brot, was man halt selber schneidet. Aber so für zwischendurch finde ich das ganz gut. Oder so, wenn man sich ein paar Stullen schmieren will für unterwegs. Das ist das Roggenvollkornbrot und das kostet 95 Cent für 500 Gramm. Das ist echt richtig gut. Und hier ist nur drin Roggenvollkornschrot, Wasser, Meersalz und Hefe. Finde ich sehr gut. Kein Sirup oder sonst was drin. Das ist mir immer sehr wichtig. Und dann die letzten beiden Sachen. Essie.
Also, ich weiß nicht, wenn ich mir das letzte Mal einen Essie-Nagellack gekauft habe, das war auf jeden Fall Camera. Und das ist schon. Ist Camera überhaupt mein einziger Essie-Nagellack? Ich glaube sogar. Naja, jedenfalls um diese beiden schleiche ich schon sehr lang drumherum. Ich habe ja Camera und jeder sagt mir, weil der eben nicht so neon rauskommt, wie ich es gerne hätte, ich soll einen weißen Nagellack drunter machen. Ich habe aber keinen weißen Nagellack. Vollkommen bescheuert. 100 Nagellack, aber kein weißer dabei, so nach dem Motto. Und dann habe ich gedacht, okay, recherchiere ich mal. Und in letzter Zeit haben richtig viele diesen Nagellack drauf. Ganz, ganz viele Blogger. Und auf Instagram sieht man immer so Nägel und dann Essie Blanc, Essie Blanc, Essie Blanc. Ja, und dann habe ich mir Essie Blanc mitgenommen, weil er so schön aussah und ich sowieso ja einen weißen wollte. Naja, also einfach weiß von Essie. Und dann dieser. Und zwar habe ich... bei The Persian Babe vor einem Jahr oder so hat sie Holiday von Chanel gekauft. Ich glaube, das war vom letzten Sommer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder diesen? Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls Holiday von Chanel und ich hasse die Chanel-Nagellacke. Also ich hatte letztens für ein Fotoshoot hatte ich Particulaire drauf. Diesen schlammigen Ton, der so mega gehypt war von Chanel. Und der ist nach 20 Minuten hat der angefangen zu splittern. Ja. Also echt, die Formulierung von Chanel Nagellacken ist das Letzte. Jedenfalls, die Farbe ist wunderschön und zwar ist das so ein Orangerot. Ein bisschen wie Lady Danger, den ich ja liebe. Und dann habe ich verschiedene Dupe-Seiten mir so angeguckt auf Blogs, verschiedene Reviews und Dupe-Versuche. Und dann hatte ich diesen hier gesehen und zwar ist das Meet Me at Sunset. Ich weiß nicht, ob der so bekannt ist. Kann auch sein, dass der relativ neu im Standardsortiment ist, aber der ähnelte dem sehr, sehr doll. Und auch jetzt in der Flasche ist es echt ein Orangerot und der könnte sogar sehr knallig sein. Und eventuell, wenn ich den drunter mache und dann den drüber mache, ergibt das eine orangerote Neon-Explosion. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt und freue mich gerade wie Bolle, dass ich irgendwie zwei Essie-Nagellack habe. Dann noch zu zwei random Sachen. Ich habe mir mitbringen lassen von einem ganz lieben Blogger und Zuschauer meiner Videos, du seist gegrüßt an dieser Stelle, das La Roche-Posay Zero Zinc, also kein Zink oder keine Ahnung, nee, Zero? Nee, ist wirklich anders geschrieben. Ich weiß nicht, was es heißt. Aber es ist eine Zink-Sulfat-Solution. Eine Zink-Sulfat-Lösung, oh mein Gott. Und das ist sozusagen ein Toner, ein Gesichtswasser in Form von so einem von so einer Sprühflasche. Und das gibt es nämlich exklusiv in Frankreich. Fragt mich nicht, wieso. Aber falls einige von euch so britische YouTuber verfolgen und vor allem die, den Beauty-Guru Beauty Mouth, das ist Carolyn Hirons. Sie ist der absolute Guru und jeder folgt was sie sagt und sie hat eben einige Produkte vorgestellt, die sie sehr, sehr gern mag und eben ihr Regime vorgestellt, also ihre Routine, das wollte ich sagen und sie liebt das hier und sagt, wenn sie in Frankreich ist, dann holt sie sich immer 1000 von diesen Dingern, weil die eben so erfrischend sind und eben sehr, sehr gut vorbereiten auf die Pflege, die danach kommt. Und das gebe ich auf, bevor ich meine Creme aufgebe. Ja, hat auch gar nicht so viel gekostet. Ich glaube, es hat, wie viel hat es denn heute gekostet? 4 Euro oder so? Also richtig günstig. Passend dazu den Reiniger, den ich davor benutze. Und zwar war der schon relativ lange alle. Und einige von euch wissen wahrscheinlich jetzt, was das ist, auch wenn es in einer anderen Verpackung ist. Liz Earle Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser. Und ja, davon schwärme ich ja schon seit, lasst mich jetzt mal lügen, 3 Jahren, 4 Jahren fast. Also das ist echt mein absoluter Lieblingsreiniger. Und ich hatte ja jetzt den von La Vera, der ist aber relativ schnell alle gegangen. Und ich habe einfach gemerkt, vor allem nach einiger Zeit, dass wenn ich mein Gesicht damit gereinigt habe, ich schon gemerkt habe, oh, jetzt müsstest du mal cremen. Und das ist immer kein gutes Zeichen bei einem Reiniger, wenn das so ein bisschen spannt und die Feuchtigkeit entzieht. Das habe ich bei dem eben gar nicht. Und ja, dann habe ich für mich und eine Freundin bestellt. Ich habe ihr das Starter-Kit bestellt, was ich halt auch immer hatte. Diese längliche Flasche und diese Musselintücher dazu. Ich habe aber mittlerweile bestimmt schon 20 Musselintücher und brauche das nicht mehr. Und habe mir deshalb die
große Tube gekauft. Da sind nämlich jetzt 200 Milliliter drin. Kostet dementsprechend natürlich auch mehr. Ich glaube so, lasst mich mal raten, 25 Euro oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber es hat das Doppelte drin. Das wird euch sehr, sehr lang halten. Das andere kostet ja viel weniger, diese 100 Milliliter. Und ja, ich liebe den einfach, seitdem ich ihn habe, ist mein Gesicht auch gleich nicht mehr so trocken gewesen, hat nicht mehr gespannt, ist reiner geworden. Es ist einfach für mich das Wundermittel und wird, glaube ich, immer dabei sein. Ich habe gerne auch mal so zur Abwechslung einen anderen Reiniger, aber ich glaube, das ist einfach so das Fundament für alle Reiniger, die danach kommen sollen. Ich habe einfach noch keinen besseren gefunden. Und jetzt ganz schnell, es sollte eigentlich nur ein ganz schnelles Video werden. Ich habe die Wunderbox von Cosmetic Cosmo für den Juni zugeschickt bekommen. Und jetzt ist die Frage, ich hatte das ja schon mal in einem Blog gezeigt, die erste, die ich bekommen hatte. Wollt ihr das sehen? Also wollt ihr sehen, was bei mir drin ist? Wollt ihr wissen, was so mein erster Eindruck ist? Ja, nein. Ich zeige euch jetzt einmal schnell, was in dieser Wunderbox drin ist. Und dann könnt ihr ja sagen, ob euch das interessiert und inwiefern ihr vielleicht eine Review haben wollt oder ob ihr ein einzelnes Video dazu haben wollt oder das irgendwie reingepackt haben möchtet in andere Videos. Und zwar, wow, einmal Pets Rock Tissues, also Taschentücher. Das ist wahrscheinlich eher unspektakulär. Dann zwei Lidschatten. Und zwar ist das einmal Utopia und Meeresschlund. Und ich bin ja nicht so der Lidschattentyp, aber als ich Utopia geswatcht habe, dachte ich, oh mein Gott, der ist richtig schön. Ich habe ja Sable von MAC und als ich den geswatcht habe, sah er Sable schon sehr, sehr ähnlich. Der ist butterweich, so sieht er aus. Und der ist extrem stark pigmentiert, sehr, sehr, sehr weich, lässt sich sehr schön verteilen. Also Qualität ist echt toll. Und der ist eben nicht ganz matt, der hat so einen, naja, fast so einen Metallic-Schimmer. Und das ist so ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, aber das ist so ein Braun, ein kühles Braun, aber hat auch so ein bisschen so einen rosa-rötlichen Einschlag irgendwie. Und das finde ich sehr, sehr schön, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach alleine auf dem Lid. Und dann einfach Eyeliner, Mascara. Und der zweite, Meeresschlund, ist ein matter Lidschatten. Und zwar ist das so ein, naja, so ein fast Mitternachtsblau. So sieht er aus. Eigentlich fast so ein bisschen wie meine Jacke, nur noch kühler. Also auch wieder ein kühler Ton. Ich bin ja bei mir persönlich nicht so der Freund von kühlen Tönen auf meiner Haut. Aber ich habe sie jetzt beide noch nicht ausprobiert. Der ist nicht so stark pigmentiert wie der andere. Ist auch cremig, aber auch so ein bisschen kreideartig. Ich sehe gerade, der ist gar nicht matt. Der wird auf meiner Hand, sieht er doch, dann hat auch so einen leichten metallischen Schimmer. Ist eigentlich echt ganz schön. Ist echt ein reines Mitternachtsblau. Und ich hatte den, ich zeige euch das gleich mal, auf dieser Base. Also ich habe eine Base aufgetragen auf meine Hand, weil ich halt gemerkt habe, der ist nicht ganz so stark pigmentiert und wollte sehen, wie der denn rauskommt auf der Base. Jetzt habe ich natürlich total wenig aufgegeben. Ups, und jetzt habe ich zu viel aufgegeben. Und zwar erzähle ich das auch gleich noch. Das ist eine Base von einer Firma. Und da war, glaube ich, schon mal was in der Wunderbox drin. Und ich finde, das sieht überhaupt nicht schön aus. Das Verpackungsdesign sieht für mich sehr, sehr günstig aus. Riecht aber sehr gut. Es riecht wie Babycreme irgendwie. Und zwar ist das von W7 Prime Magic Eye Primer. Und das sieht, also das ist sehr billig aufgedruckt. Es sieht, finde ich, nicht sehr schön aus. Sieht aus wie von meinem Euroshop oder so. Aber als ich dann den Lidschatten aufgegeben habe, also hier ist der ohne Base. Oh Gott, kann man den Unterschied jetzt erkennen? So. Ich hoffe, man kann es erkennen. Aber bei dem musste man schon ein paar Mal drüber gehen, damit das so gleichmäßig verteilt ist. Und bei dem, das wird ganz, ganz cremig und sehr intensiv von der Farbabgabe. Und auch beim Abwaschen habe ich gemerkt, das hat eine Weile gedauert, bis der abgegangen ist. Also ich glaube, von der Wirkung ist dieser Eye Primer sehr, sehr gut. Ich werde den jetzt mal auf den Lidern probieren und kann euch gerne sagen, wie ich den finde. So, und dann habe ich noch drei Nagellacke.
Und zwar einmal so ein ganz tiefes Lila mit so einem cremigen Finish. Der heißt Mitternacht. Also es ist kein reines Schwarz, auch wenn das jetzt vielleicht schwarz aussieht, sondern so ganz, ganz, ganz dunkel Lila. Es gibt, glaube ich, von OPI auch so einen. Irgendwas mit Linkin Park After Dark oder so. Weiß nicht genau. Dann einmal Polarlicht. Und das ist ein Glitzernagellack, der in allen Farben des Regenbogens changiert, aber so eine Base von Silber hat. Finde ich auch sehr schön. Und den finde ich sehr, sehr schön, auch jetzt so im Sommer. Das ist Vampyria. Und das ist auch ein cremiges Finish und es ist so ein Fliederton. Finde ich auch sehr schön. Ja, das war meine Wunderbox. Und wie gesagt, sagt mir gerne mal Bescheid, wollt ihr, dass ich das immer so mache? So First Impressions mäßig, dass ihr einen ersten Eindruck von mir bekommt zur Wunderbox oder eine richtige Review oder interessiert euch das gar nicht? Das würde mich sehr interessieren. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.